Geht schon los? Ja. Sweet Candy Sushi Box Take 1. Hallo. 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 Okay. Hallo. Cut. Cut. Nee, nicht das. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Taste. Ich habe heute drei wundervolle Gäste. Stefan, Jacktank TV. Und zu meiner Rechten, Phil Camaro. Und hinter der Kamera, der Wingman, Ben. Aka Plurry. Ich habe im Internet eine Asia-Box bestellt. Die werden wir heute mal verköstigen. Wir haben ja ganz viele tolle Produkte, wo wir überhaupt nicht wissen, was da drauf steht. Aber Ben hat den Zettel mit den englischen Übersetzungen und wird uns da ein bisschen leiten. Wir wissen nicht, ob wir alles probieren, aber genau, danach haben wir auf jeden Fall Diabetes. Wollen wir erstmal mit was anfangen, was nicht ganz so crazy ist? Vielleicht mit so einem KitKat? Oder, warte mal, wir machen das so. Du darfst dir zuerst eins aussuchen. Okay. Ja? Wow! Und wir legen das mal so weg. Okay, das okay, nochmal. Nochmal. Versuch dir das mal. Okay. Whole KitKat Kronbong. Whole Grain Flour. Vollkornmehl. Okay, Vollkornmehl. Sieht das man, steht drin. Doch da auch. Ich werde mich hier an dem... Das Brettchen. Okay, das sieht schon mal eher aus wie weiße Schokolade. Weiße. Lustig. Mach mal so vier, wir sind ja vier. Dann kann der Ben direkt mit, noch mitprobieren. Ja dann. Schokolade. Das schmeckt wie Mist. Oder ist ein bisschen Vollkorn drin. Ein bisschen Vollkorn drin. Okay, voll okay. Einfacher Start. So, Phil, möchtest du was aussuchen? Also, du kannst also blind oder du grübelst einfach dir was hier raus? Grübeln, ja, kein neues Grubbel, Wort. Grubbel. Ich bin bereit für eine einfache Beziehung. Halten wir es mal hier in die. Sagen wir uns, was das ist. Das sind die Mini-Monster, oder? Ja, das ist, scheint so eine Fruchtgummischlange zu sein. Fruity Soft Candy. Okay, das ist ja ein bisschen schön. Ah, nehmen wir das Rainbow. Bisschen wie im Classic. Ein bisschen sauer. Also jetzt nehme ich mal was, nimm mal was, Krankes. Was Krankes. Das hier. Das hier. Also das sieht aus wie ein Cracker. Also ein Cracker aus Gulaschsuppe. Aus Gulaschsuppe, ja. Da hat man Gulaschsuppe gemacht und daraus dann Cracker. Chips. Ja dann. Schon anders. Ein bisschen. Das riecht aber irgendwie lecker. Das riecht nach Fleisch. Ja, so Bacon, nee, diese Bacon-Chips. Müssen die Krabbenchips nur mit einem geilerem Gewürz? Hey, das ist voll geil. Ist voll geil. Das ist voll lecker. Erinnert mich voll an. Ich kann sich einordnen, ist das Fleisch, ist das Fisch, ist das. Es erinnert mich an so einen Grillstand vom Baumarkt. Ja, aber so ein bisschen wie so ein Eintopf. Mhm. Ungesund. Geil. Ja, genau, aus der Pfanne. Du standst da, wo das Fett abtropft, diese Rinde, und das dann als Keks. Und der Geruch halt. Altes Fettkeks. Ja. Alter Fettkeks. So, du bist wieder dran. Ich bin dran. Ich habe eben dieses Bananending hier. So, Stefan hat das nächste ausgesucht. Irgendwas mit Banane. Also ein Chocolate-shaped Banana-filled Marshmallow. Nee, Banana-shaped. Banana-shaped. Ach, da ist auf jeden Fall ein Marshmallow mit Schoko drin, der aussieht wie eine Banane. Nein, es ist nur einer. Okay. Das ist eine Banane, Leute. Das ist eine asiatische Banane. Sind da viele Bananen in diesem Raum? Ja, also Asien schon, da kommen die her, oder? Auch. Ja, ist das nicht eher so Costa Rica? Darf ich mal höflich fragen? Also ich meine, nur die kleinen, Stefan, nur die kleinen Mini-Bananen, Max. Zu schade, das ist ein bisschen Konsistenz, aber wir sehen vorne. Das Mittelstück sieht aus wie so was Braunes. Das ist Schokolade, ne? Original die Casali-Bananen. Original der sehr, gleiche Geruch. Also sehr künstliches Bananen-Aroma. Ja. Ist das Schokolade drum? Weiße Schokolade. Wo ist eine Schokosoße? Ja, komm schon, sei mutig. Ich nehme das hier mit den Algen, den Coffee Cakes mit den schönen. Nach dem süßen Ding direkt auf der Liste? Auch noch Algen. Das ist Ume no Kamaki. Ume no Kamaki? Ja, wer kennt das nicht? Ume no Kamaki. Ume no Kamaki. Es ist ein Reiskracker mit Sojasauce und Pflaumenaroma. Ja, geil. Gut ausgewählt. So sieht's aus. Jetzt kommen wir endlich mal zu den kranken Sachen. Ah, hab ich schon richtig Bock drauf. Mit so einem Algenpapier drumherum. Zieh mir eng. Ich meine, das ist ja geschmackslos meistens. Da
bleibt nicht mehr viel über. Jeder mal beißen und so, dann weiterreißen. Oh, das stinkt voll. Achso, natürlich. Oder hat jemand gepustet? Nee, das war ich. Bah. Kleine Dinge hier, die du eh nicht schneiden kannst. Hast du ja probiert? Im eigenen. Ich brauche noch einen Spuckbecher. Gib mir auch mal ein Stück Pudding in die Augen rein. Von dem Ziegenzeug. Gott. Reiß einfach mal ab jetzt, Ina, komm. Ja, sei gönn mal. Sei mal. Ins Kalamaris. Mmh, die Blicke, die machen mir Spaß. Das war jetzt beschissen. Oh, es beschissen. Es geht. Es ist nicht ganz so eklig, wie man denkt. Aber dieses Seaweed, das ist eine ganz verrückte Geschmacksexplosion. Phil, nimm nur mal das Seaweed. Nur das. Nimm mal nur das Seaweed. Es ist nicht ganz so kacke, aber irgendwie auch nicht so. Interessant irgendwie. Schmeckt halt wie, aber die Pflaume kommt. Ich also habe auch absolut keine Pflaume. Nee, ich auch nicht. Nimm mal das hier, da gibt es nämlich extra so ein kleines, so ein Stäbchen. Damit man die da dann raus. Sakuranbo Mochi. Sakuranbo Mochi. Also Mochi. Cherry Flower Candy made from rice cake. Ah, okay. Reiskuchen mit, das sind halt Delikatessen. Ach so, okay. Stimmt, die Zeichen mal aus Plastik. Ja, okay. Was nur rausholen oder was? Kannst du es nicht annehmen? Nee. Doch. Doch, ihr Gefühl. Nimm das doch! Das ist schon niedlich. Der kleinste Kuchen der Welt. Hat eine Konsistenz wie Jelly Beans. Ja. Also gar nichts. Was? Ah, ich mag so Kirsche und nicht nur kaum, sondern auch lutschen. Ja. Bleiben aber genauso in den Zähnen. Nicht schlecht. Bleiben nicht genauso schlecht. In den Zähnen hängen. Ich möchte gerne das mit dem Hund. Da ist Shin Chan vor allem drauf. Shin Chan? Shin Chan. Das ist ein Anime. Ja. Was ist das? Da ist ein Hund drauf und Shin Chan. Shin Chan. Unten rechts. Crayon. Crayon Shin Chan. Shokobi Ramune. Ramune Kakao. Kakao Flavor. Ramune, aber ich weiß, so sieht das nochmal aus, ne? Irgendwas mit Schokolade. Oh, ich glaube, das hat Kokain-Geschmack. Kokain-Geschmack, oh, ja. Okay. Einzeln verpackt, schön. Was? Sehr nachhaltig. Ja. Sehr nachhaltig. So, das verkauft man heutzutage in den Knopf. Oh Gott. Das ist so ein Stern-Bonbon, nochmal einzeln verpackt, so für jeden hier. Ups. Sternchen. Was? Das ist ein Scherz, oder? Wetten, das ist Traubenzucker. Das ist einfach alles einzeln verpackt. Warum macht man das? Das riecht wie Kakaopulver. Hundefutter. Kakaopulver. Nein, das schmeckt eigentlich ziemlich geil. Das riecht wie Kakaopulver. Schmeckt ein bisschen wie in Ben & Jerry's. Mhm. Das ist lecker. Das ist wirklich tatsächlich ziemlich gut. Aber warum man die einzeln einpackt, ist ja total dämlich. Ich glaube, es ist das Beste. Mhm. Bitter. Immer den großen Fisch jetzt. Ja, lass mal die Fisch greifen. Gute Idee, doch. Komm, auf geht's. Hopp, hopp. Also, es gibt hier Dried Fish, ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich nicht probieren wollte. Ja, blöd. Das sich einladen müssen. Die sehen. Oh, das kommt. Also, wie so ausgedrückt. Boah, oh. Wie so ausgedrückt. Ja, oh. Der Geruch ist ja schon. Oh. Ist das nicht das, was. Ich zwei. Riech da bitte. Oh Gott. Ist das nicht. Fuck, das ist nicht wie das Katzenfutter. Oh. Na dann, Prost. Ja, dann. Was man in die Nase anführt, aktuell. Das ist so ein Teststreifen. Stinkt bloß ab, ja. Geil, oder? Hat man auch richtig Bock auf Fisch? Oh, nee, kommt halt auch so ein getrockneter Fisch. Also macht es. So, wir machen jetzt Porricky. Porricky. Porricky, das sind, glaube ich, Salz- oder Salzstangen mit Barbecue-Geschmack. Naja, ah, ja. Porricky, Pretzel, Barbecue, das Flavor. Das Barbecue. Vom einen extrem ins andere. Lecker. Also, ja. So sieht's aus. Man ist so richtig salzstangig, aber ich glaube, auch an wie Hundefutter riecht. Ich glaube, man muss das alles kombinieren, in den Topf werfen und essen. Dann ergibt es auch einen soliden. Nur der Geruch ist geil. Bist du nett? Okay. Mini-Bottle, irgendwas. Ramune. Ramune? Ramune. Ramune. Das steht irgendwie überall. Bottle Powder Ramune Candy. Mini-Bottle. Aber Ramune hat man eben schon, ne? Was ist Ramune? Wahrscheinlich ein Füllwurm. Irgendwas mit Fisch, glaube ich. Oh nein. Ach, ich weiß nicht. Mit Pinguin drauf. Wollte nur die Vorfreude. Was ist es denn jetzt? Da ist es doch. Ich sehe es doch von hier. Ich habe Fischpausepulver. Achso. Bottle Powder Ramune Candy. Ramune. Das muss irgendwas sein, was die Ramune. Das sieht aus.
Die blaue Farbe ist auch nur durch das Papier. Das sieht echt aus wie Taufe, Alter. Wirklich nur durch die Verpackung, Alter. So. Wie viel Verarschung ist das? Ist das Waschpulver oder was? Ja. So, Hand auf. Ich habe doppelt bezahlt. Sieht echt aus wie Persil, ganz ehrlich. Es ist einfach nur unspektakulär. Ja? Ja? Ja, nimm es. Oh. Das ist einfach Traubenzucker. Das war Traubenzucker. Das war Traubenzucker. Ja. Naja. Na, wer weiß, was der mit uns macht. Die Finger weg von meiner Seite. Ich würde gerne diesen Fisch hier nehmen wollen. Dicken Fisch. Diesen Fisch? Ja. Und das war das, was, glaube ich, jemand aus der Community meinte, das könnte mit diesem Bohnenmus sein. Aber ich glaube, das ist schokoladengefüllt. Mhm. Das ist die richtige von Thai. Puku Puku Thai! Puku Puku Thai! Fish-shaped airy chocolate with a waffle cake shell. Wir müssen ins Aquarium. Das ist auch in Plastik nochmal drin. Das ist auch nochmal in Plastik. Also die Asiaten sind Weltmeister in Plastik verpackt. Talented. Very, Fish. Fish. Das ist sehr fluffig. Lässt sich das schneiden. Easy. Was ist im Air hier? Geil. Sieht aus wie Luftschokolade. Ja, ja, ich Schoki riecht das. Ja, die Konsistenz ist so ein bisschen wie Kit Kat Cards. Ja, genau. So finde ich schmeckt. Ist okay, also ist auch nichts. Ich habe einen anderen Geschmack der Schokolade erwartet. Jetzt nehmen wir das hier mit dem Stern. Das aussieht wie ein Hundekauknochen. Wie heißt das? Was ist das? Ich glaub, zeig mal bitte. Chimichokokorn. Chimichokokorn. Ja, auch viel. Sieht aus wie eine Kackwurst. Sieht aus wie eine Kackwurst, Leute. So was habe ich neulich gesehen bei so den Katzen. So was habe ich neulich auf meinem Rücken gedrückt. Lecker. Haben wir jetzt noch Lust darauf? Ja, das sind so die Waffel Waffelkonsistenz. Die liegt aber schon länger rum. Das ist irgendwie so vor und Katzen. Mir reißt auch, wenn schon geht auf der Zunge. Genehmigt. Gut. An der Form müssten wir nochmal arbeiten. Aber. Und an der Farbe. Sehr lecker sogar. Ein bisschen wie diese Manna, wie heißen die Manna-Waffeln? Schade. Oh nein, hat schon wieder irgendwas Komisches gefunden. Das ist das Schokolade. Die Zuschauer erwarten, glaube ich, dass wir gleich kotzen hier in der Ecke liegen, aber wir sind total, dreh mal. Chill. Ja, wir sind krass. Ja, was, ja. Ist auch diese Fischdinger da vorne, oder? Das steht nichts drauf. Steht nichts drauf, okay, dann. Einfach vier gewinnen. Das sind doch genau vier. Ja, nimm mal. Niedlich sieht's aus. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade, so sieht's aus. Ja, aber es riecht nach Zitrone. Es riecht nach Zitrone. Es riecht nach Zitrone, aber ist auch Zitrone. Ja, Zitronenstaub. Zitrone ist übrigens gut kombinierbar mit weißer Schokolade. Mhm. Ja, sie hat noch was. Schwarz ist jetzt geil. Dazu. Ich mag nicht so gerne Frucht und Schoki, aber das ist okay. Warum sind das? So, Phil ist wieder dran. Ja. Oder ist das was zum Lutschen? Lutschen. Flower shaped Sugar Candy. Sugar Candy. Lutschen, so sehen wir. Oh Gott. Oh, blauer Engel. Mhm. Blauer Engel, Lutschbonbons. Mach's nicht. Merkst du direkt, wie es in deine Hüfte liegt. Macht bei mir keinen Unterschied mehr. Zucker mit ein bisschen Aroma. So, was riech ich denn? Das sieht auch spannend aus hier. Jetzt glaube ich auch einen Kaffee schmeißen. Hier, bitte einmal. Ja, der ist ein bisschen gekrümmelt. Das ist, glaube ich, ein Reiskräcker. Irgendwie einen krassen Geschmack. Puderdingen drauf. Yuki no Yado. Ja. Milk Sugar Roast. Milk Sugar Roast. Nee, coated. Entschuldigung. Coated. Sugar. Ist das Kondensmilch? Nee. Vielleicht. Nee, Milchzucker. Milchzucker. Das riecht halt heiß. Zeug. Ist euch bewusst, dass das unten salzig ist und oben süß? Ja, würde ich gerade sagen. Salzig. So, als wenn du irgendwie Silvester so einen Keks vergisst und du irgendwann im Sommer findest. Irgendwie geil. Ich hätte mal ein Popcorn oder wenn du mit salzig und süß. Reiswaffel mit ein bisschen süß. Mix im Mund. Lecker. Schmeckt sich das Popcorn. Genehmigt. Würde ich jetzt nicht immer haben wollen. Cheese-Zack. 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 Würdest du bitte deinem Job nachgehen? Cheese-Zack. Cheese-Zack. Crispy and creamy. Crispy und mal. Das lässt sich nicht gut schneiden, oder? Riech mal. Ist das schon der Käse oder was? Riech erstmal. Ich will das jetzt nicht mehr. Also, sie riecht sehr käsig. Aggressives Orange. Oh Gott, ich hab Angst, dass du abrutschst. Kneipchen bricht gleich. Das schöne Messer.
Vielleicht brechen. Das vielleicht vorher aufwärmen. Da ist es. Tut mir nicht weh. Das ist bis jetzt so das Coolste, finde ich. Nee. Der Pflaumenkeks mit dem Seetang-Ausschuss. Okay. Ganz rechts das Stück. Ja, du kannst das ihre Finger. Meine Finger, ich will das nicht ablegen. Du kannst das bitte jedem in den Mund legen, damit wir nicht auch so Finger kriegen. Du es. Gleich das große? Schön. Und das kaputte. Riecht Käse original nach kaputt. Das würdest du. Ey, auch wie auf einer Schuhsohle kauen. Oh, der Geschmack. Oh, am Ende. Ich möchte das eigentlich. Ich muss das ausspucken.